Hallo und herzlich willkommen. Wir sind unterwegs in den Schrebergarten. Bei Schnee. Beim allerersten Schnee in diesem Jahr. Schneemann bauen. Und wir sind schon gespannt, was im Garten alles so Neues gibt. Und ihr kommt einfach mit. Auf geht's. Ich bin der fesche Baby und ich sitz in mein Café. Und jeder weiß, dort wo ich bin, dort rennt der halbe Schmäh. Da kommt der fesche Baby, den übersieht man nicht. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was das eigentlich ist, was da hängt, nun gut, das ist für Schießübungen mit Pfeil und Bogen in der erschwerten Bogenschießwertung. Oder für Schneebälle. Oder für Schneebälle zum Durchschießen. Ich glaube, da hat es was. Wir haben da eine Infobox für alle Interessierten zum sich was rausnehmen. Und die liebe Schwiegermama hat uns wieder was geschrieben für den Advent, für die Eltern zum Vorlesen. Und das geben wir jetzt rein. Während es draußen schneit, kochen wir uns herinnen einen warmen Tee. Und es ist in der Hütte wirklich wohlig warm, weil wir haben ja Infrarotheizung. Und die haben wir schon am Tag vorher eingeschalten und jetzt ist es schön warm und das zeige ich euch. Nein, nein, du machst das großartig, mein Schatz. Ja, wann bemerke die schwere Verletzung? Was hast du gemacht? Ich hab mich geschnitten. Oh je. Alles geht ins Heck, alles geht ins Heck. Alles bleibt da unten, aber alles schreit auch weg. Alles geht ins Heck, alles geht ins Heck. Gar nichts bleibt da unten, aber alles schreit auch weh. Luftballon und Riesenrad, Straßen in der Werner Stadt. Bergbesteiger auf der Rax, Medizin und Dr. Tax. Erbsen, Linsen und Füßeln, Steigern sie's zum Teufel holen. Wir überlegen ständig, was für neue Projekte wir machen. Und nachdem gerade bei unserem Glashaus das Dach aufgrund des dicken Schnees eingebrochen ist, wissen wir, was im Frühling auf jeden Fall ersetzt werden muss. Ihr könnt gespannt sein. Tief im Keller, in der Truhe, liegt des Nachts das Eis zur Ruhe. Sprach die Eisverkäuferin, doch da liegt was anders drin. Doch die Hände sind kurz, immer nicht dran.
Ja, das war's also wieder fürs heutige Video im Schnee aus dem Schrebergarten. Und wir verabschieden uns. Schauen wir mal, wann das nächste Video kommt. Und bleibt uns treu, abonniert den Kanal. Und wir sagen für heute, macht's gut. Servus. Tschüss. Sehr freut.